Jo Leute, jetzt willkommen zu meinem Video von mir. Ja, heute fahre ich hier mal diese 125er Shopper. Und ja, das ist das Bike von ihm hier. Und ja, kannst du noch mal irgendwie kurz was über das Bike erzählen? Ja, 125er von WMI, 15 PS, Baujahr 2014. Okay, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es die auch so als 125er gibt. Ja, ich denke mal, so soundtechnisch kann man es halt nicht mit einer klassischen Shopper vergleichen, oder? Wie teuer ist so ein Ding? Ich habe die jetzt gebraucht für 2-3 gekauft. Okay, ist auch ein Vergaser, ne? Muss ich hier sonst noch irgendwas beachten beim Fahren? Einfach draufsetzen, losfahren und mit diesem Shopper-Feeling klarkommen. Ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, fahre ich mal los. Ist das der originale Auspuff? Okay, boah, hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht. Ja, boah, ey. Das ist wirklich ein komisches Gefühl, wenn du noch nie auf so einem Ding gesessen hast. Boah. Alter. Ich glaube, ich saß noch nie auf so einem Ding. Scheiße. Boah. Ich weiß nicht mehr, ob die Karre ABS hat. Der meinte, ich soll Kurven vermeiden. Aber irgendwie hat das was. Okay, ABS hat die Karre nicht. Mich nimmt doch kein Shopperfahrer ernst. Boah. Oh, hinter mir ist ein Motorradfahrer. Der sich wohl denkt, ey. Der nimmt mich doch nicht ernst, ey. Ich weiß doch nicht mehr, wie das Kurvenverhalten ist. Ja, okay, das geht sogar. Okay, ich bin schon im höchsten Gang. Und auch gefühlt schon bei Vollgas. Oh, meine Jacke ist so kurz, mein Rücken ist gerade gefühlt frei. Ey, wieso kommen da nicht mehr? Ich fahre gerade laut Tacho 90. Mehr kommt da nicht. Ich will mich echt nicht auf Fresse legen, ey. Das Lenkverhalten ist einfach ganz anders. Also Kurvenballern kannst du hiermit nicht. Ich fahre nämlich nächste Woche in Urlaub und da möchte ich noch heile ankommen. Boah, ist das eine Umstellung. Haben wir auch mal hier über 100 drauf. Klappt also doch. Aber für einen Oripod ist der Sound gar nicht mal so kacke. Also für eine 125er. Boah. Hoffentlich verfolgt das Bike mich nicht. Gut. Gänge mal hier ein bisschen ausdrehen. Ah. Schon besser. Das muss die Gänge also richtig ausdrehen. Dann kommt da auch schon ein bisschen mehr. Ich sitze ja auch auf einer Shopper, darf ich nicht vergessen. Shopper steht für Schnelligkeit. Oh, kann das sein, dass der Lenker ein bisschen schief steht? Sieht irgendwie so aus, wenn ich hier so gucke. Wenn du überlegst, du kannst einfach mit 16 Jahren so eine Shopper fahren. Oh,
Boah, aber eigentlich kommt da echt viel. Wenn du überlegst, wie der durchzieht. Da war schon der höchste Gang. Für einen 125er geht hier eigentlich doch ganz gut, wenn du die Gänge halt schön ausdrehst, wie gesagt. Boah, fuck, die Straße verdreckt. Huch. Motorbremse klappt auch ganz gut. Guckt euch dieses Bike mal an. Soundcheck kommt gleich noch. Mein erstes Mal Shopper. Okay, ne, ich bin schon mal eine 50er Shopper gefahren. Aber die Maschine lief ja nicht so gescheit. Ja, komm, fahr ich mal dran vorbei hier. Och Mann, ich denke mal, die Fußrasten sind weiter vorne. Oh, wie hoch dreht der Motor denn? Ich warte immer noch auf den Begrenzer, aber irgendwie kommt er nicht. Oder hat das Ding keinen Begrenzer? Und auf 100 muss der selbstverständlich auch noch gemacht werden. Gut für den 125er, wie gesagt. Positiv überrascht gerade. Aber so schlimm ist das Kurvenfahren eigentlich auch nicht. Big up, komm. Mann. Ist das Ding eine Hupe? Ja. Alter, dröhnt er auf den Ohren. Aber wie drehfreudig der ist. Den kannst du wirklich voll ausdrehen und es kommt obenrum immer noch. Schöne Kurve hier. Jetzt komm, bergauf. Aber sorry, der Sound kann doch nicht original sein. Einmal kurz noch mal das Schmuckstück zeigen. Hä? Wo ist denn der Seitenständer? Hä, wie klappe ich den denn aus? Nicht doof? Hä? Ich weiß gar nicht, wie ich ihn ausklappe. Ach so, hä? Ein ganz komischer Winkel. Guckt euch dieses Teil doch mal an. Euch nimmt doch keiner ernst. Spaß. Ich hätte einmal noch mal kurz den kleinen Soundcheck. Das Ding kein Begrenzer? Ich hätte den Safe noch höher drehen lassen können. Wollte ich aber jetzt nicht. Da frage ich lieber mal nach. Boah, der Lenkwinkel ist aber echt gewöhnungsbedürftig. Boah.
Das sollte nämlich eigentlich vorher besser geklärt sein, ob das Ding begrenzt hat oder nicht. Weil ich habe mich eben schon gewundert beim Gänger ausdrehen, warum da oben rum immer noch weiter Leistung kommt. Aber so hoch drehen ist ja nicht normal. Das ist doch nicht normal, dass man die Gänge so weit drehen kann. So, wie gesagt, ich will halt hier auch nichts kaputt machen. Das ist ja auch nicht mein Bike. Dementsprechend, aber sonst so an sich finde ich es eigentlich echt eine coole Sache. Vor allem sowas siehst du auch nicht jeden Tag als 125er. Für diesen Preis, ja, geht das Ding eigentlich übelst fit. Ist halt auch schon 9 Jahre alt. So alt wie mein Motorrad. Nee. Eine Frage, hat das Ding irgendwie keinen Begrenzer oder so? Nee, ich glaube auch nicht. Weil eben so, ich wollte so einen Soundcheck machen und ich habe mich so gewundert, hä, warum kommt dann noch mehr? Also ich hatte jetzt nicht bis auf Anschlag gedreht, aber irgendwie auch so beim Gänger ausdrehen, weil sonst so, wenn du halt voll beschleunigst, so, dann kommst du ja schnell mal in den Begrenzer und ich habe mich gewundert, hä, warum dreht der so hoch? Ja, besser auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber geht eigentlich wohl ganz gut, das Teil. Also für eine 125er. Hey, irgendwie ist der Ständer ein bisschen komisch. So, aber sonst, ich finde Kurvenverhalten geht eigentlich auch wohl klar. Ja gut Leute, dann würde ich sagen, war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist einfach ein Abo da. Oh, ich sehe gerade, der hat ja auch 2 Zylinder. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen eben. Jetzt sehe ich's. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.